Hallo liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über den sogenannten radikalen Pietismus. Ich möchte euch heute etwas über pietistische Menschen und Gruppierungen erzählen, die so ja, am Rand der Extreme lagen. Wir haben schon drei große Persönlichkeiten des Pietismus kennengelernt. Spener, Franke und Zinzendorf, das sind so die Mainstream-Pietisten. Als radikale Pietisten bezeichnet man jetzt Leute oder Gruppierungen, die sich von der Kirche ganz deutlich distanziert haben und sich separiert haben. Damals in der Zeit des Barock galt es in Deutschland, dass es nur drei anerkannte Konfessionen gab. Es gab Katholiken, Lutheraner und reformierte Christen. Das waren die drei anerkannten christlichen Kirchen. Wer nicht zu einer dieser drei Kirchen gehören wollte, der musste in die Illegalität gehen. Der musste sich trennen von der Kirche. Das waren Separatisten. Und das wurde in den meisten Gegenden von Deutschland nicht geduldet, sondern man musste auswandern in ein paar Grafschaften oder so, wo sehr tolerante Fürsten waren, die verschiedenste religiöse Gruppierungen duldeten. Das war zum Beispiel in der Grafschaft Isenburg, so in Wittgenstein, in Altona, heute bei Hamburg oder in Hamburg, damals gehört es zu Dänemark. Oder man musste sogar auswandern in die Niederlande oder nach Amerika. Was brachte Pietisten dazu, sich von der Landeskirche zu trennen? Im Grunde kann man sagen, diese Pietisten hatten ähnliche Anliegen wie die innerlandeskirchlichen Pietisten, aber sie versuchten diese Anliegen in einer übersteigerten, radikalen Weise 100% durchzuführen. So könnte man zum Beispiel sagen, dass die Pietisten die persönliche Beziehung zu Gott sehr betonten und dass eben die radikalen Pietisten sagen, es zählt jetzt nur noch die persönliche Beziehung zu Gott. Andere äußere Normen wie die Bibel oder Bekenntnisse, die treten jetzt in den Hintergrund. Wichtig ist, was der Heilige Geist mir direkt sagt, dass diese prophetische Inspiration oder so, die ist wertvoller als irgendwelche Bekenntnisse. Oder man nehme zum Beispiel die pietistische Betonung des Unterschieds zwischen den Bekehrten und der Welt, also dieses Moment der Abgrenzung. Da sagten jetzt die radikalen Pietisten, man muss sich nicht nur von ein paar weltlichen Vergnügungen fernhalten, sondern man muss sich auch von der Kirche fernhalten. Die Kirche ist auch Welt. Die Kirche ist die Hure Babel. Deswegen müssen wir uns trennen von diesen großkirchlichen Organisationen, wenn wir wahrhaft gläubig sein wollen. Oder die pietistische Betonung oder das Interesse auch an eschatologischen Fragen, wie Gott am Ende der Welt handeln wird, das führte bei radikalen Kreisen teilweise dazu, dass man auf eine Naherwartung zurückkam, dass Jesus wirklich sehr bald wiederkommt, dass er das tausendjährige Reich aufrichtet oder dass er das schon in unserer eigenen Gruppierung aufrichten wird. Ich möchte euch jetzt fünf Persönlichkeiten aus diesem Spektrum des radikalen Pietismus vorstellen und drei Gemeinschaftsbildungen, drei Gruppierungen, die sich daraus ergaben. Wenn ihr euch näher mit dem radikalen Pietismus beschäftigen wollt, der Experte in Deutschland dazu, der ist Hans Schneider, der war hier Professor für Kirchengeschichte an der Philipps-Universität in Marburg. Hier ein Aufsatzband von ihm mit Aufsätzen über den radikalen Pietismus. Ihm zu Ehren wurde hier in Marburg auch mal eine Tagung veranstaltet, aus der dieser Tagungsband entstanden ist, über den radikalen Pietismus. Es ist also ein Forschungsgebiet, ja, wo viele Kirchengeschichtler dran sitzen, um einzelne Schattierungen dieser besonders schillernden und bunten Bewegung zu untersuchen. Kommen wir nun also zu einigen Persönlichkeiten dieses radikalen Pietismus. Der erste, den wir betrachten, ist Johann Jakob Schütz. Den haben wir schon mal kurz kennengelernt im
von Philipp Jakob Spener. Der gehörte nämlich zum ersten Collegium Pietatis in Frankfurt, was Spener organisiert hat. Johann Jakob Schütz war da einer der Mitinitiatoren dieses Hauskreises, könnte man sagen, 1670. Und er war dann aber bald schon enttäuscht von dem, wie Spener das gemacht hat, dieses Collegium. Als dann immer mehr Leute kamen, fühlte er sich nicht mehr wohl in diesem Bibelgesprächskreis. Er verlangte einfach mehr Reformen in der Kirche. Er wollte die kirchlichen Verhältnisse radikaler verändern und verbessern, sodass er sich irgendwann enttäuscht aus Speners Gemeinde zurückzog, gar nicht mehr zum Abendmahl kam ab 1676, sondern sagte, das geht irgendwie in der Kirche nicht, ich gründe meine eigene Gemeinde. Er sammelte einen Kreis von frommen Pietisten um sich und man traf sich hier im Frankfurter Saalhof, das liegt am Mainufer, ist heute in Frankfurt sogar das älteste historische Gebäude in der Frankfurter Altstadt, dieser Torbogen, der steht da heute nicht mehr. Aber dort im Saalhof in Frankfurt trafen sich diese Pietisten, sie wurden deswegen die Saalhof-Pietisten genannt. Er ging dann, Johann Jakob Schütz, seit 1682 auch gar nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche, sondern nur noch in seinem Konventikel. Er veröffentlichte Schriften und er war der Meinung, der wahre christliche Glaube kann sich eigentlich nur in so Kleingruppen verwirklichen. Eine Großkirche, eine Volkskirche ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Kommen wir zur nächsten Persönlichkeit des radikalen Pietismus und das ist diese Frau hier, Johanna Eleonora Petersen. Sie hieß am Anfang Johanna Eleonora von und zu Merlau. Es war eine gebildete Hofdame. Wir sehen sie ja hier auch mit einem Buch. Sie konnte lesen und sie konnte studieren. Sie konnte auch schreiben. Und sie war irgendwann von ihrem Leben an einem Fürstenhof abgenervt, weil sie von Philipp Jakob Spener inspiriert war. Und sie zog dann nach Frankfurt, wo sie sich dem Collegium Pietatis von Johann Jakob Schütz anschließt, also zu den Saalhof-Pietisten in Frankfurt, hielt sie sich. Und in dieser Gruppe der Saalhof-Pietisten radikalisierte sich. Sie hielt selber Erbauungsstunden für Mägde. Sie lehrte junge Mädchen das Studium des griechischen Neuen Testaments, brachte ihnen Griechisch bei. Und sie findet dann auch den Mann fürs Leben, nämlich Johann Wilhelm Petersen. Der war Superintendent in Lübeck und also schon ein Mensch, der in der kirchlichen Hierarchie ziemlich weit oben stand. Der war auch von Spener sehr angetan. Die beiden fanden sich auch in ihrer Frömmigkeit und 1680 ließen sie sich durch Spener trauen. Jetzt hieß sie also Johanna Eleonora Petersen. Wer mehr von kann hier auch dieses Buch von Ruth Albrecht sich mal anschauen über Johanna Eleonora Petersen. Da ist alles ganz ausführlich von ihr dargestellt. Sie machte jetzt einen erstaunlichen Lebensweg, nämlich sie setzte sich eines Tages hin und studierte die Offenbarung und ihr Mann ebenso. Und unabhängig voneinander, so sagten sie, fanden sie genau die gleichen Sachen aus der Offenbarung heraus, nämlich wie das mit dem tausendjährigen Reich alles werden wird. Und so begannen die beiden in zahlreichen Schriften und Predigten ihre ausgefeilten Erkenntnisse über die Endzeit und das tausendjährige Reich zu verbreiten. Dann nahmen sie auch noch jemanden auf in ihrem Haus, nämlich eine Frau namens Rosamunde Juliane von Asseburg. Das war eine Frau, die Visionen hatte. Und die Petersens hörten sich das immer an, was diese visionär begabte Frau so erzählte. Und sie schrieben das auf und veröffentlichten das dann. Daraufhin hat die Kirche irgendwann gesagt, hier Johann Wilhelm Petersen, du bist zwar unser Pfarrer, aber jetzt reicht's, du bist echt zu abgefahren. Wir entheben dich deines Amtes, 1692. Gut, sagten die Petersens, dann ist es eben so. Dann sind wir die Kirche los und sie ziehen auf ein Landgut nach Niederndodeleben bei Magdeburg. Und in den folgenden 30 Jahren
wohnen sie da in aller Ruhe und schreiben nach ganz Europa, veröffentlichen Schriften, machen geistliche, theologische Entdeckungen. Sie entdecken zum Beispiel 1694 die Lehre der Allversöhnung, die dann im Pietismus auch eine gewisse Popularität erlangt hat. Bei ihnen ist es so, dass sie sagen, okay, die Ungläubigen, die werden zwar verdammt, das müssen wir schon sagen, aber es ist eine zeitlich befristete Verdammnis. Das dauert nicht ewig, sondern es ist ein Reinigungsprozess. Im Grunde so eine Art Fegefeuer, was ja in der evangelischen Theologie abgeschafft worden war, das erwecken die jetzt wieder, sodass sie sagen, selbst der Teufel wird irgendwann endlich gereinigt sein und erlöst werden können. Wo haben Sie das her? Das haben Sie von einer englischen frommen Schriftstellerin gelernt, nämlich von Jane Lead. Jane Lead, die nennt man eine Philadelphierin, denn die hat erkannt oder die Erkenntnis gehabt, dass in der Offenbarung das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia in Offenbarung 3, Vers 7 folgende im Grunde eine Prophetie ist in ihre Zeit hinein, so dass man sagen kann, wir so um 1700, wir leben jetzt in der Zeit Philadelphias. Das heißt, Philadelphia heißt Bruderliebe. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Christen, die wahren Christen sich neu lieben lernen, indem sie sich sammeln wie eine Brautgemeinde, um dann ihrem liebenden Bräutigam Jesus entgegenzugehen. Also, die Petersens in Niederndodeleben bei Magdeburg, die wurden in Deutschland so ein Zentrum dann dieser Philadelphia-Bewegung. Diese Bewegung gründete keine eigenen Gemeinden überall, aber sie war sehr populär durch ihre Schriften, beeinflusste viele Kreise, führte zu überkonfessionellen Arbeitsgemeinschaften. Das waren die Petersens und die Philadelphia. Kommen wir zu diesen Menschen hier, Gottfried Arnold. Auch über den gibt es schon inzwischen viele Forschungen und Bücher. Ich möchte da mal auch eine kleine Schriftenreihe empfehlen, in der dieses Buch über Gottfried Arnold rausgekommen ist. Diese kleinen Bücher gibt es ungefähr 10 bis 15 inzwischen. Das nennt man die Edition Pietismus-Texte. Ein Versuch, alte Texte von Pietisten aus dem 17. Jahrhundert neu wieder zugänglich zu machen. Findet ihr eine ganze Reihe bei uns auch in der Tabor-Bibliothek. Wer war jetzt dieser Mensch hier? Dieser hier, ich muss das so zeigen, ist egal. Gottfried Arnold, er ist geboren in Annaberg. Ich war vor ein paar Jahren mal in Annaberg im Erzgebirge, in der Geburtsstadt von Gottfried Arnold zu einer kleinen Gottfried-Arnold-Tagung. Gottfried Arnold studierte Theologie in Wittenberg, war dann Lehrer in Dresden, war dann auch von Spener beeinflusst. Wir sehen, Spener war so der Kopf, der überall Beziehungen hatte und Pietisten erweckte, stärkte, ermutigte. Er wechselte dann nach Quedlinburg, dieser Gottfried Arnold, am Harz. Und er nahm dort verstärkt mystische Einflüsse auf von anderen frommen Menschen, so dass er eines Tages davon überzeugt war, also auf zwei Sachen kann ich mich als Christ nicht einlassen. Das eine ist das Pfarramt, das ist zu problematisch, gottlos, und das zweite ist die Ehe. Wer richtig Christ sein will, der darf eigentlich nicht heiraten. Stattdessen veröffentlichte Gottfried Arnold 1696 ein Buch mit dem Titel Die erste Liebe. Das ist auch heute von Hans Schneider wieder neu rausgegeben worden. Man kann das also nachlesen. Die erste Liebe, darin beschreibt Gottfried Arnold, wie die ersten Christen gelebt haben. Und zwar macht er deutlich, dass das radikal anders war, als wir das heute leben. Diese vorkonstantinische Kirche, die Christen der ersten drei Jahrhunderte, das waren eigentlich so die wahren Christen. Da gab es noch keine Hierarchie, keine Ämter, keine Gebäude, keinen Dogmenzwang. Mit der konstantinischen Wende ging dann eigentlich alles den Bach runter. Und wenn man sich das so anschaut, wer ist so heute um 1700 den ersten Christen am ähnlichsten?
dann ist das nicht die evangelische Kirche, die katholische Kirche schon gar nicht, dann sind es die pietistischen Konventikel. Diese kleinen Gruppen, die sich abseits der Kirche treffen, um den wahren Glauben zu leben, sagt Arnold, das sind die wahren Christen. Arnold beschäftigte sich also sehr viel mit den ersten Jahrhunderten und kannte da, las fast alle altkirchlichen Schriftsteller, sodass man auf ihn aufmerksam wurde und ihn schließlich berief 1697. Da war er erst 31 Jahre alt, aber schon sehr in den altkirchlichen Quellen drin, sodass man sagte, wir berufen dich als Geschichtsprofessor an die Uni nach Gießen. Gießen war damals gerade eine pietistische Universität und man freute sich, diesen Professor gewinnen zu können, der ja so diese Pietisten liebte und die mit den ersten Urchristen verglich. Gottfried Arnold war ein halbes Jahr Professor und dann war er so genervt von diesem Uni-Betrieb dort, von diesem akademischen Gehabe, und das war alles genau das Gegenteil von dem, wie er wahren Glauben verstand. So legte er nach einem halben Jahr schon sein Amt als Professor nieder, wollte das nicht mehr und ging zurück nach Quedlinburg. Dort veröffentlichte er 1698 einen Gedichtband, Babels Grablied, wo er die Kirche radikal kritisierte und zynisch war. Und schließlich veröffentlichte er dann im nächsten Jahr, 1700 so rausgekommen, sein berühmtestes Buch, die sogenannte Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie. Das war eine Kirchengeschichte, in der Gottfried Arnold alles auf den Kopf stellte. Bis dahin wurden Kirchengeschichten so geschrieben, das haben die Kirchenorganisationen gemacht, das waren die Päpste, das war Martin Luther und so weiter. Und alle, die damit nicht übereinstimmten, das waren halt die Ketzer, die Sekten, die Waldenser, die Katharer und so weiter. Gottfried Arnold sagt jetzt, wer sind jetzt eigentlich in der Kirchengeschichte die wahren Christen gewesen? Wenn ich meinen Maßstab anlege, nämlich die wahre, fromme Glaubenspraxis, dann sagt Arnold, dann waren viele Ketzer die eigentlichen Christen und die Kirchen waren die eigentlichen Ketzer. Also, ja, selbst Martin Luther fällt bei ihm ziemlich durch und er stellt sozusagen die Kirchen, die Wertung der Gruppierungen in der Kirchengeschichte völlig auf den Kopf. Er belegt das auch mit ganz viel Quellenmaterial, er kennt ja alle Quellen. Und es werden ganz dicke Bücher, wir haben auch ein paar Originale davon bei uns in der Tabor-Bibliothek. Kirchengeschichte auf den Kopf gestellt. Wer sind eigentlich die wahren Gläubigen? Vielleicht waren es in den meisten Zeiten die, die immer als Ketzer bezeichnet wurden. Und die Großkirchen, das waren eigentlich die falschen Gläubigen. Was Gottfried Arnold nicht beabsichtigt hatte, passierte dann. Viele bejubelten dieses Buch, und zwar nicht nur die Frommen, sondern auch gerade die Gottlosen bejubelten dieses Buch, weil dieses Buch so schön kirchenkritisch war, weil ja die Großkirchen radikal kritisiert wurden, dass sie gar keine richtigen Kirchen waren. Und so haben viele Aufklärer dann später gesagt, so muss man Kirchengeschichte schreiben, richtig die Kirche mal total kritisieren. Und wer dann die Wahren waren, konnte man dann selber immer entscheiden. Ja, im Jahr 1701 passierte dann bei Gottfried Arnold etwas Seltsames, was viele Leute irritiert hat. Vielleicht hatte er auch so das Jahr 1700 abgewartet, ob da vielleicht Jesus wiederkommt oder das tausendjährige Reich anfängt, keine Ahnung. Jedenfalls überlegte er sich an seinem 35. Geburtstag im September 1701, er heiratet mal. Die 15 Jahre jüngere Anna Maria Sprögel war gerade 20 Jahre alt. Er, der Gottfried Arnold, der ja schon seit einigen Jahren gesagt hatte, heiraten kommt für ihn gar nicht in Frage. Das ist gottlos, da kann man sich nicht mehr auf Gott konzentrieren. Jetzt heiratet er. Seine Freunde und Anhänger waren entsetzt und irritiert,
Denn eigentlich hatten sie gedacht, dass der Gottfried Arnold denkt, dass das unmöglich ist. Wenn man mit der göttlichen Sophia, mit der Weisheit vereint ist, kann man sich doch nicht noch mit einer weltlichen Frau abgeben. Aber Arnold machte das. Und das Zweite, was er immer abgelehnt hatte, nämlich ein Pfarramt, übernahm er jetzt auch. 1702 wurde er Prediger der Schlossgemeinde von Altstädt, 1705 sogar Superintendent in Werben an der Elbe, ab 1707 dann in Perleberg. Also er wurde sozusagen normal, kann man sagen, ein verheirateter evangelisch-lutherischer Pfarrer. Er ging dann noch durch eine schwere Zeit. Seine beiden Kinder starben im Alter von 2 und 5 Jahren. Das war sehr tragisch. Er erkrankte dann mit 47 Jahren an Skorbut, lebte sehr ärmlich. Dann hatte er auch tragische Sachen miterlebt. Einmal wurden mitten aus einem Abendmahlsgottesdienst, den er als Pfarrer geleitet hat, kamen preußische Soldaten rein und nahmen junge Männer gewaltsam mit für den Kriegsdienst. Das hat ihn total getroffen, so dass er am 30. Mai 1714 starb, als Pietist, am Ende dann doch als ein kirchentreuer Pietist, nicht mehr als ein radikaler Pietist. Deswegen feindeten ihn dann am Ende die radikalen Pietisten an. Ja, Gottfried Arnold könnt ihr weiter erforschen. Wir kommen zum nächsten radikalen Pietisten und das war dieser Mann hier, Hochmann von Hochenau. Der wird in Lauenburg an der Elbe geboren, wächst in Nürnberg auf, war zuerst Jurist und er wird dann durch eine Predigt von August Hermann Francke erweckt und zwar so seltsam und radikal, dass er sich in einer ekstatischen Art und Weise bekehrt. Also Francke sagt später, also der Hochmann von Hochenau, als der sich da mal bei einem Gottesdienst von mir bekehrt hat, da gebärdete er sich sofort fast als ein Trunkener, also als ob er besoffen war. Dieser Hochmann war also ein ekstatischer Pietist. Er wird ein ganz scharfer Kirchenkritiker. Er war auch ein radikaler Spiritualist. Zum Beispiel sagte er, man braucht gar kein Brot und Wein beim Abendmahl. Was soll dieses materielle Zeug da? Man kann sich auch das einfach vorstellen, dass Jesus da mit seinen Jüngern gefeiert hat. Als das Jahr 1700 näher rückt, da wird er immer radikaler. Er beginnt als Erweckungsprediger überall durch die Lande zu ziehen, unter freiem Himmel zu predigen, in Frankfurt, in Oberhessen. Er wendet sich von der Kirche ab, er bekämpft lauter Sachen gegen Kindertaufe, gegen Schwören, gegen Kriegsdienst, gegen Todesstrafe, gegen die Ehe. Er kann anscheinend feurig predigen, viele Leute kommen zu seinen Predigten. Gerhard Terstegen wird durch ihn für den Pietismus gewonnen. Auch Zinzendorfs spätere Frau, die Erdmute, die bekam durch Hochmann wichtige Impulse. Also er ist ein einflussreicher, charismatischer Prediger, der so durch Deutschland zieht. Er ist kein Theologe, wie gesagt, er ist eigentlich Jurist, aber so theologischer Autodidakt. Er zieht dann durch Mitteleuropa 20 Jahre lang, von 1699 bis 1721, wird überall immer wieder vertrieben, wird 30 Mal verhaftet, immer wieder des Landes verwiesen. Und schließlich hat er dann einen Stützpunkt in Schwarzenau, hier bei Bad Berleburg, hier so im Wittgensteiner Land, von Marburg irgendwie so 50, 60, 70 Kilometer nach Nordwesten gesehen, an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und im benachbarten Berleburg, da kamen sogar radikale Pietisten zeitweise mal sogar zur Herrschaft. Sie schrieben dort eine Berleburger Bibel, eine Erklärung der ganzen Bibel in einer mystischen, spiritualistischen Weise, ein interessantes Schriftstück. Ja, immer wieder kam es auch in Hochmanns Umgebung zu ekstatischen Phänomenen. Einmal predigt er vor der Gräfin Hedwig Sophia von Berleburg,
die fängt an zu lachen und hört 3 Tage lang nicht mehr auf zu lachen, was von ihm als ein Wirken des Heiligen Geistes interpretiert wird. Er will Sachen radikal tatsächlich verwirklichen. Er ist wirklich ein radikaler Pietist. Am liebsten hätte er eine Art kommunistisches Urchristentum verwirklicht, das nur nach der Bergpredigt lebt. Erfahrung ist für ihn alles und eine vernünftige, rationale Diskussion, darauf lässt er sich eigentlich gar nicht ein. Der Geist entscheidet. Ja, jetzt kommen wir zu einer letzten Person, die ich euch noch vorstellen will. Johann Konrad Dippel heißt der. Der wird in eine Pfarrersfamilie bei Darmstadt geboren. Schon mit 8 Jahren hat er eine Berufungsvision. Er studiert Theologie in Straßburg, in Gießen, trifft Gottfried Arnold, diesen, der mal kurz in Gießen Professor war, wendet sich dadurch endgültig dem Pietismus zu und schreibt kirchenkritische Schriften. Wenn ihr über Dippel mehr wissen wollt, da haben wir auch ein großes Buch von Stefan Goldschmidt hier bei uns in der Bibliothek. Er sagt, bald ist das Jahr 1700, da wird das tausendjährige Reich anbrechen. Ich helfe damit, Jesus den Weg zu bereiten. Er studierte auch nebenbei Medizin, er widmete sich der Alchemie, versucht vergeblich irgendwie chemisch Gold herzustellen. Er kommt dann in Konflikt mit dem Gesetz wegen öffentlicher Beleidigungen, wird 7 Jahre in Dänemark eingekerkert auf der Festung auf der Insel Bornholm, wirkt dann in Stockholm und sorgt dort auch für viele Spannungen im schwedischen Pietismus. Am Ende ist er ein radikaler Individualist, sodass er schließlich sagt, also er führt im Grunde diesen neuzeitlich-pietistischen Individualismus auf die Spitze und sagt, eigentlich brauche ich gar keine Gemeinschaft mehr. Ich und mein Jesus, das reicht, er wird ein pietistischer Einsiedler in Berleburg. Und bei ihm geht der Individualismus sogar so weit, dass er sagt, ich brauche noch nicht mal eigentlich Jesus als Stellvertreter, der meine Sünden trägt. Das mache ich alles selber irgendwie mit Gott ab. Ja, also hier kommen wir wirklich an radikale Extreme des christlichen Glaubens, wo dann auch viele Pietisten gesagt haben, mit so einem können wir nicht mehr. Das waren so 5 Persönlichkeiten des radikalen Pietismus. Am Ende will ich euch jetzt noch 3 Gruppierungen vorstellen, die so aus dieser Richtung gekommen sind. Das erste sind die Schwarzenauer Neutäufer. Hier sehen wir das Buch von Markus Meyer dazu. Das waren im Grunde, man könnte sagen, baptistische Pietisten, die Pietisten, ja, unter den Pietisten gab es immer mal wieder welche, die gesagt haben, wir kritisieren die Kindertaufe so in der Kirche, aber die allermeisten blieben dann doch dabei. Gottfried Arnold hat dann aber auch noch mal so Öl ins Feuer gegossen, indem er zeigte, ja, also bei den ersten Christen in den ersten Jahrhunderten gab es auch gar keine Kindertaufe. Und so kamen dann auch Pietisten irgendwann dazu, dass sie sagten, vielleicht machen wir doch lieber eine Großtaufe. Den meisten Pietisten war das ziemlich egal, weil sie sagten, Taufe ist sowieso eine bedeutungslose äußerliche Zeremonie, ist doch egal, wie du getauft wirst. Aber ein paar Pietisten in Schwarzenau, in der Grafschaft Sayn-Wittgenstein, die sagten dann doch, biblisch ist Großtaufe. Also gingen sie in die Eder. Die ersten in die Gruppe waren 8 Menschen, die von Hochmann von Hochenau inspiriert waren und durch richtiges Untertauchen in dem Fluss der Eder getauft wurden. Diese pietistische Täuferbewegung fand einigen Anklang, wurde dann aber verfolgt. Ihre Anhänger flohen dann zumeist nach Amerika, nach Pennsylvania und ja, lebten dann da in Germantown und Umgebung. Und bis heute ist es so, dass es einige kleine Freikirchen dort in den USA gibt, die Church of the Brethren zum Beispiel, die sich in unserer pietistischen Tradition verstehen, aber das mit einem baptistischen Taufverständnis oder einem mennonitischen
Kaufverständnis kombiniert haben. Eine weitere Gemeinschaftsbildung aus dem radikalen Pietismus sind die Inspirationsgemeinden gewesen. Auch da gibt es eine ausführliche Untersuchung von Isabel Noth dazu. Diese Inspirationsgemeinden, das könnte man sagen, waren charismatische Pietisten. Sie kamen ursprünglich aus Frankreich, in Kreisen von vertriebenen Hugenotten kam es zu ekstatischen Erscheinungen und die setzten sich dann fort nach England und nach Deutschland. Das waren also Gruppen, wo Leute in Trance gerieten, in Ekstase, auf den Boden fielen, sich auf den Boden banden, teilweise in Zungen redeten und prophetische Botschaften aussprachen. Das war damals alles sehr ungewöhnlich. Man nannte sie die Inspirierten, die vom Heiligen Geist Inspirierten. Eine Gruppe dieser Inspirierten machte so eine Art Missionsreise durch Europa 1711 bis 1713 und die fanden tatsächlich unter den Pietisten in Deutschland Anklang, in Berlin und Halle. Sie wurden überall wieder ausgewiesen und fanden dann zum Schluss Zuflucht in der Grafschaft Isenburg in der hessischen Wetterau. Ein bekannter Mensch von ihnen war Johann Friedrich Rock, der so ein Führer dieser Inspirationsgemeinden wurde. Er war eigentlich ein stiller Mensch, ein mystisch veranlagter Christ, der aber auch Visionen hatte, der Prophetien aussprach. Von ihm sind über 900 prophetische Sprüche überliefert, die meist auf Buße und Bekehrung abzielen. Diese Inspirationsgemeinden verschwanden dann bald wieder in der Versenkung in Deutschland. Es gab dann im 19. Jahrhundert nochmal eine neue Erweckung, Wiederbelebung so um 1840, sodass dann einige sagten, wir brauchen jetzt Luft und Freiraum, wir wandern nach Amerika aus. Und es gibt bis heute in Amerika eine kleine Gruppe von vielleicht 500 Christen noch, die sich auf diese Inspirationsgemeinden zurückführen. Man nennt sie die Amana Church Society. Zum Schluss möchte ich euch noch kurz die Zionsgemeinde in Ronsdorf vorstellen. Da war es so, dass es eine Frau gab, Anna vom Büchel, eine Bäckerstochter aus Elberfeld, also heute Wuppertal, die bekam seit 1722 immer wieder Auditionen, Visionen, sie hörte Stimmen, sie sah Gesichter, sie geriet in Verzückung und sie hatte das große Thema, dass das tausendjährige Reich bald nahe ist, dass Gott seine Herrschaft aufrichten wird. Sie hielt mit ihrer Botschaft pietistische Erbauungsstunden. Die reformierte Kirche da so rund um Wuppertal, die akzeptierte das auch. Dann wurde sie immer radikaler. Sie heiratete einen Elias Eller, der sich dann um sie kümmerte, der ihre prophetischen Botschaften aufschrieb in einem Buch mit dem Titel Die Ronsdorfer Hirtentasche. Das sehen wir hier auch. Ein Exemplar, nämlich oder eine Abschrift dieser Ronsdorfer Hirtentasche, wurde erst vor wenigen Jahren, 2008, glaube ich, wiedergefunden und publiziert. Da kann man jetzt nachlesen, was da so drin stand. Was ich mitgekriegt habe, sind das relativ monotone, ermüdende, prophetische Sprüche. Anna vom Büchel hatte dann eine große Prophetie. Sie sagte, ich werde den Elias Eller heiraten und mit ihm einen Sohn zeugen. Und das wird der neue Messias, das wird der große Herrscher der Welt werden, der das neue Zion aufbaut. Sie bekamen tatsächlich einen Sohn, der starb allerdings nach einem Jahr und danach bekamen sie nur noch Töchter. Es war leider nichts mit dem eigenen Messias, aber sie machten trotzdem einen Schnitt und sie sagten, wir bereiten uns schon mal auf die Wiederkunft Jesu vor. Sie zogen aus nach Ronsdorf, in der Nähe davon Elberfeld, Wuppertal, und sie gründeten dort eine eigene Siedlung, eine eigene Gemeinde mit 50 Familien oder so, wo man zusammenarbeitete, auch sehr tüchtig war. Es entstand eine angesehene Siedlung, die die Anhänger selber als das neue Jerusalem ansahen, das jetzt schon mal verwirklicht wird als Anfang des tausendjährigen Reiches. Ja, wir sehen also,
Der radikale Pietismus hat verschiedenste Ausprägungen und Formen angenommen, weil sie dachten, dass die normalen Pietisten eben nicht wirklich ernst machten mit ihren Einsichten. Es ist ein weites Forschungsfeld, man lernt da sehr viele skurrile Persönlichkeiten und Gruppierungen kennen. Es ist interessant, sich mit denen zu beschäftigen. Vielleicht habt ihr durch dieses Video ein bisschen Lust bekommen, sich da mal rein zu vertiefen.